Er hört ihn jetzt zum allerersten Mal. Noch nie vorher singen gehört. Oh, geil. Another head hangs lowly, child is slowly taken. And the violence caused such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, in your head, they are fighting. In your head, in your head. Zomba, 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 another mother's breaking heart is taking over. It's the same old theme since 1916. In your head, in your head, they're still fighting. In your head, in your head. Zombie, 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 eh, eh. What's in your head? In your in your head. Wie krass. Wahnsinn. Wie war's für dich gerade, das allererste Mal ihn zu hören? Geil. Oh. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Dominik. Ich komme ursprünglich aus Österreich, aber ich bin jetzt hier in Berlin. Und bist du wegen der Musik hergekommen oder was machst du? Ich studiere Kunstgeschichte und klassische Archäologie. Ah ja, krass. Und freue mich echt, hier sein zu dürfen. Wow. Dominik, du hast mich gerade in eine Situation zurückversetzt. Ich war vielleicht 11 oder so. Wie kannst du diese ganze Dinge im Kopf behalten? Entschuldigung, du kommst immer mit irgendeiner Geschichte. Ich war 2 und ich war 4,5. Nein, nein, ich kann mich an gestern schwer erinnern. Nein, pass auf. Kennst du das? Nee, kennst du dieses Video von Zombie? Ich habe das damals gesehen und mir hat das so ein bisschen Angst gemacht, weil das war ja so crazy gruselig, düster. Ja. Und ich sag zu meiner Schwester damals, das ist ein komischer Song. Meine Schwester so, nee, es wird ein Hit. Ich so, es wird auf gar keinen Fall ein Hit. Was ist es geworden? Und jetzt, wenn ich so darauf zurückblicke, es ist ein unglaubliches Lied. Und du hast mich nicht nur wieder meiner Schwester gerade ein Stück näher gebracht, sondern du hast dem Song heute Abend auch wieder so viel Bedeutung und so viel Tiefe gegeben. Vielen Dank, dass du uns das geschenkt hast. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du in mein Team kommst. Also ich bin ja ein großer Silbermond-Fan. Es tut mir leid, Peter. Das war's. Hast du schon entschieden? Einfach so? Ich würde total gern zu dir kommen. Ja! Peter! Geil! Schön, ich freue mich! Peter kann sich argumentieren lassen. Keine Chance. Wo keine Chance ist.